Personalmangel oder schlechte Bezahlung im Pflegebereich. Noch immer sind diese Themen akut. Nach den Koalitionsgesprächen von Union und SPD soll in diese Bereiche nun mehr investiert werden. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass etwas passiert. Und wie zu lesen war, soll es ja sofort passieren, nicht also irgendwann. Zwei Punkte sind jedoch anzumerken. Erstens, ob die Zahl von 8.000 bundesweit reicht, würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Wenn ich einfach mal für unseren Bereich das herunterdividiere, würde es nicht reichen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, die Tatsache, 8.000 Mitarbeiter zu definieren, heißt ja nicht, dass diese 8.000 Mitarbeiter auch sofort zur Verfügung stehen. Das wird das Problem werden. Georg Falterbaum wird zum 1. Februar der neue Caritas-Direktor werden. Die Besonderheit, er ist seit 100 Jahren der erste Nichtkleriker, also kein Priester im Amt des Caritas-Direktors. Sein Vorgänger Prälat Hans Lindenberger hat in seinen 14 Jahren Amtszeit die Entwicklung der Caritas selber miterleben können. Also, wenn man es mit einer Zahl sagt, wir sind als Verband stark gewachsen von vor 14 Jahren etwa 5.500 Mitarbeitenden, jetzt auf über 8.500. Dieses Anwachsen zeigt das Anwachsen von Sozialnot, von Bedürftigkeit. Denn der Caritasverband steht nicht mit dem Rücken zur Welt, sondern voll der Welt zugewandt. Auch den Problemlagen, den Notwendigkeiten, der Pflegebedürftigkeit, der Begleitung gegenüber. Pflege von Bedürftigen, soziale Arbeit und Wohnraum schaffen sind nur einige Aufgabengebiete der Caritas. Gerade letzteres ist laut dem Sozialverband in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es muss sichergestellt werden, dass ein Normalverdiener auch in München, Oberbayern wohnen kann. Das ist zunächst für die Menschen wichtig, aber ich darf auch aus eigener Sicht sagen, auch als Arbeitgeber für die Caritas wichtig. Wie wollen wir Menschen pflegen zum Beispiel oder Kindergärtnerinnen beschäftigen, wenn sie nicht leben können in München oder Oberbayern? Das wird nicht funktionieren. Also auch zum Aufrechterhalten unseres Auftrags des Sozialsystems bedarf es schlicht und ergreifend Wohnraum, den sich ein Mensch leisten kann, der normal verdient. Pflegeberufe müssen durch eine bessere Bezahlung attraktiver gestaltet werden. Denn allein in Oberbayern sind 65.000 Menschen auf die Unterstützung durch den Caritasverband angewiesen.